Ich hab nichts mehr, ne? Kann ich irgendwas craften? Nee. Synchronsterben! Hi, hier ist Max. Es sind Osterferien. Bei mir jetzt zumindest. Wenn ihr das zu sehen bekommt, sind die Osterferien leider schon wieder vorbei. Denn es sind echt noch einige Folgen in der Pipeline. Und ich glaube, bis alle, die ich jetzt bisher gemacht habe, hochgeladen sind, ist schon Ostern lange vorbei. Egal, bei mir jetzt gerade die Osterferien angefangen. So. Nochmal. Bei mir haben jetzt gerade die Osterferien angefangen. Und ich habe Lust auf Resident Evil 4. Ich muss, glaube ich, hier im Zimmer ein bisschen dunkler machen. weil ich sehe gar nicht so viel. Das Spiel ist... Ich glaube, so taugt es irgendwie schon auch noch. Ja, man sieht mich grob. Und ich sehe das Bild. Wunderbar. Let's go! Ich habe ein paar Tage nicht gespielt. Wo waren wir denn? Ach, scheiße, das war das. Stimmt, ich brauchte irgendwas, um diese Riesen zu besiegen. Die ja aber blind waren, oder? Das bedeutet, wo kommen die denn eigentlich her? Ah! Stopp, Moment, ich bin überfordert. Ich kann ja nicht so rumsneaken die ganze Zeit. Weil die mich, die Kleinen mich sonst angreifen. Ich habe jetzt sehr viel Energie auftanken müssen. Das ist halt das Problem, ne? Die erledigen zwar auch viele. Oh, das ist scheiße. Das ist total nervig. Weil das dürfte ihn ja eigentlich nicht stören, wenn sie blind sind, ne? Warum sind denn hier immer noch welche da? Komm, erledigt ihn. Erledig ihn für mich. Danke. Komm, immer mehr? Ist das so eine Sache? Oh, na. No.
Ich glaube, nur die beiden Großen geht. Ich finde es aber trotzdem stark blöd. Ich habe nichts mehr. Kann ich irgendwas craften? Nee. Synchronsterben. Horn eines Einhorns. Hm. I wonder what we'll do with that. Grünes, ich muss grünes. Ich warte mal noch, ob es vielleicht noch mehr grünes Kraut hier gibt. Oh, das hat mich sehr, sehr viel Energie gekostet. Aber es waren halt auch voll viele Gegner. Also. Vielleicht hätte ich die beiden stärker einbinden müssen in das Kampfgeschehen. Dass ich quasi immer einen anschieße und mich dann wegschleiche. Das Problem ist, wenn ich mich wegschleiche und es sind noch voll viele Gegner um mich herum, dann, dann renne ich ja anderen direkt rein. Also es ist nicht wirklich so auf den ersten Blick nicht wirklich gut lösbar gewesen. Wahrscheinlich gibt es eine Taktik. Ah, ich hätte hier vielleicht Glocken auch nutzen können. Ja, sehe ich jetzt erst. Aber ich war im Tunnelblick. Wie sieht es mit Crafting aus? Flintenmunition. Zack. Gewehrmunition. Zack. Na, jetzt sind wir zumindest wieder einigermaßen up to date, aber hat trotzdem was gekostet. Aber man muss sagen, beim ersten Versuch hat's geklappt. Hm. Wobei, nee, ich glaube, am Ende der letzten Folge hatte ich auch schon einen Versuch. Der aber im gewissen Sinne gar kein Versuch war. Weil ich eigentlich schon fertig war mit der Folge. Okay, let's get to work. Thronsaal. Wollten wir nicht in den Ballsaal? Wir waren schon im Ballsaal. Ach, der Scheiß war der Ballsaal. Jetzt verstehe ich. Ich kann mich echt nicht dran erinnern, dass das Schloss wirklich so groß war im Spiel, wie es tatsächlich hier ist. Aber ich glaube, es folgt schon relativ genau dem Spiel, also dem Original. Mal, das war Gonzales, oder? Oder Ramirez? Rodrigo? Das ist ein Problem jetzt. Ich meine, im gewissen Sinne hätten wir das Problem gar nicht gehabt, wenn wir einfach gesagt hätten, wir gehen gar nicht nach Spanien. Ja, genau. Genau, ich halte mich einfach im vollen Fall an einer Kette fest. Und jetzt schwinge ich mich irgendwo hin. Lass mich schwingen. Ich möchte schwingen. Warum genau ist er jetzt geschwungen? Er hat sich doch einfach nur fallen lassen, oder? Ja. Ach, weil da, ah, da sind's. Die Spikes hätte man vielleicht ein bisschen schöner in Szene setzen sollten. Bin gleich zurück. Ja, genau. Genau, Leon.
Kann hier unten irgendwas überlebt haben? Hoffentlich haben wir wieder einen Alligator. Na, auch so erledigt? Ah, nein. Na, auch so erledigt? Was ist denn heute los mit meiner Stimme? Welche arme Sau musste das da unten eigentlich aufbauen? Hier hängen schon wieder irgendwelche Akustiksignalsachen. Will ich das? Gefällt mir das? Ich weiß nur, dass so Wasser. Das ist ja mehr oder weniger. Das ist ja mehr oder weniger eine Kanalisation hier. Und ihr wisst, wie sehr ich Kanalisationslevel liebe. Ich kann gar nicht genug kriegen von Kanalisationslevel. Oh, hier oben ist irgendwie ein Ausgang. Wo geht es hoch? Hier lang auf jeden Fall. Gefällt mir nicht. Gegner, wo man voll schnell zielen muss, sind gar nicht mein Fall. Obwohl, aber hier oben? Man ist ja nicht schlecht gemacht. Aber wenn ich gerade in die falsche Richtung ziele, habe ich ein Problem. Hier kommt er. Komm. Ja. Sehr gut. Was ist das? Notiz eines Gefangenen. Ein weiterer Tod. Wie lange ist es her, seit ich hier runtergeworfen wurde? Das magere bisschen zu essen, das wir zu Anfang bekamen, ist aufgebraucht und sie geben uns nicht mehr. Mein Körper schmerzt vor Hunger. Der Durst ist unerträglich. Die meisten sind dazu übergegangen, das schwarze Wasser zu trinken. Der erste, den es erwischte, war Erminio. Er war so schwach, dass er nicht einmal laufen konnte. Doch dann geriet er auf einmal völlig außer sich. Als er sich endlich wieder beruhigte, waren zwei tot. Wir sollten diese dunkle Flüssigkeit nicht trinken. Nun hat der Tod... Ja, okay. I get it. Das waren alles immer Menschen. Elegante Krone. Ich nehme gerne eine elegante Krone. Da ist auch noch was. Ich kann mich an diesen Teil überhaupt nicht erinnern. Ich weiß es wirklich nicht, ob es das gab im Original. An vieles konnte ich mich erinnern. Oh, hast du etwa auch von dem schwarzen Wasser getrunken? Oh no. Das sieht auch problematisch aus. Ne? Das gibt ein Problem. Ich weiß nicht genau welches. Aber es gibt ein Problem.
Oh, cool. Das heißt, wir können wieder zack und zack. Ein alter Schaltkasten. Und ein Händler. Aha. Kann ich hier einfach so rein? Würde mich irgendwie wundern. Ah, geh mal zum Händler. Hm. Hör mit deinen blöden Sprüchen auf. Warte mal, erstmal gucken. Wie sieht's aus, schätzemäßig? Ich hab noch. Ja, pass mal auf. Ich kann das hier. Ich das hier reinmachen. Und das hier. Duo-Bonus mal 1,2. Ja, verkaufen wir das. Hm. Schmuckkäfer weg. Das weg. Hm. Tunen. Punisher. Stimmt, die habe ich ja auch. Auf jeden Fall tunen. Gut, holen wir uns Ashley zurück. Wobei, ehrlich gesagt, ist sie nicht eigentlich voll am Arsch? Oh, wir können das hier zumindest anmachen, oder? Ja. Ist Ashley nicht voll am Ende? Flüssig Stickstoff duschen. Antragsteller Isidro Uriarte Talavera. Der Einbau der letzten Monat beantragten Flüssig Stickstoff duschen für Notfälle ist abgeschlossen. Extrem gefährlich, fahrlässiger Gebrauch kann Blindheit, Erfrierung und sogar den Tod zur Folge haben. Vorsicht bei der Handhabung. Wofür genau soll ich sie einsetzen? Oh, hier kommen doch bestimmt Dinger raus, die ich nicht haben kann. Die ich nicht leiden kann. Sag mal, ist das das, was ich dachte, was die Bohrinsel ist? Ich dachte, das Spiel endet auf einer Art Bohrinsel. Ich habe so einen Endboss vor Augen, wo wir auf so Bohrplattformen rumspringen und er so super kräftemäßig unterwegs ist. Das ist quasi jetzt so ein kleiner Endgegner. Ich kann jetzt Gegner hier einfrieren. Oder sie mich. Diese Rohre da gefallen mir gar nicht. Oder ist das jetzt tatsächlich schon der Teil, wo diese Gegner kommen, die ich durchleuchten muss? Ja, wie gesagt, ich wüsste gerne mehr darüber. Chroniken der Arbeit 3. Mai, 9 Jahre nach meinem Erwachen. Sobald ich dieses Ventil öffne, wird schwarze Flüssigkeit in meine Venen strömen und sich in meinem ganzen Körper verteilen. Dies wird vermutlich die schmerzvollste Erfahrung in meinem Leben. Tja, weil du halt nicht im Referendariat warst. Ich kann es kaum erwarten. Es ist eine Ehre, die heiligen Venen der Wiedergeburt durchleiten zu dürfen. Bei meinem nächsten Erwachen werde ich ein wahrer Diener meines Gebietes Ramon sein. Ist es dieser rot gekleidete, über den wir gerade reden? Ich, Isidro Uriarte Talavera, schwöre hiermit feierlich. Ich werde die Grenzen des Menschlichen übertreffen. Ja, ja, Henker der Ketzer, tralalala. Okay, hier geht's rein. Was haben wir hier noch? Mitteilung Stromversorgung. Vorrichtung außer Betrieb. Um Energie zu sparen, wurde die Stromversorgung eines Teils der Einrichtung einschließlich des Aufzugs unterbrochen. Warum sollte man, um Energie zu sparen, den Aufzug außer Kraft setzen, der wahrscheinlich die einzige Möglichkeit ist, aus diesem Raum zu entkommen? Das gibt ja gar keinen Sinn. Über den Schutzschalter im hintersten Bereich des Versuchsgeländes. Lift. Ah, hier ist der Lift. Okay, ich muss jetzt hier hin und dahin und dahin und dann kommt wahrscheinlich irgendeiner. Dann habe ich hier so kleine Räume. Ich kann hier hin. Ich habe also quasi so eine kleine Schleife, die ich gehen kann. Und dann kann ich hier hin und den Kerl einfrieren und naja. Let's try this. Hm?
Ich wusste, dass mir die Rohre nicht gefallen. Ist er unsichtbar, ist die Frage. Weil wenn er unsichtbar ist, gefällt mir die Sache gar nicht. Aber er ist unsichtbar, oder? Sonst hätten wir ihn anders gesehen. Ich höre ihn. Steht vielleicht die Frage, ob er so gewaltig ist, dass er die Tür für mich aufbrechen kann, wenn ich zum Beispiel seine Aufmerksamkeit auf mich lenke. Das geht wahrscheinlich dann nur, wenn der Strom an ist. War ein Versuch wert. Wo ist er denn? Da kommt er gleich raus, oder? Ich habe das Gefühl, problematisch wird es erst, sobald ich den Hebel umgelegt habe. Hier sind zwei Hebel. Ah, das war das. Okay. Ich warte kurz, bis es wieder da ist. So. Okay, er speichert wenigstens. Gut, auf geht's. Let's run! Gut, hätte ich vorher wissen müssen. Run ist, glaube ich, mehr so eine Art Puzzle-Boss. Nee, das ist nicht gut. Nein, warte, ging. Aufzug kommt. Yes. Der bleibt aber wieder irgendwo hängen. Wieso ist denn hier immer noch zu? Ist das der gleiche? Das ist. Ah, ja, okay, jetzt verstehe ich. Raus! Geh doch raus! Okay, Moment. Ah.
Ja, alles verbraucht, ich weiß. Ne? Dann gehen wir halt wieder hier lang. Ich kann das länger machen. Irgendwo hier war auch noch eins. Wow, das war Ausweichen erster Güte. Wie macht er das denn immer? Hier ist auch noch eins. Okay, und auf geht's. Ich hab nichts mehr zum Heilen, ne? Okay, eins habe ich ja noch. Eins ist noch hier. Aber wenn ich nichts sehe, ist blöd. Ah, das war die falsche Seite. Okay, nochmal. Komm. Ja, jetzt. So. Let's go. Nö. Ja, warte. Nur herstellen und das und benutzen und dann. Kommst du? Ja. Okay, er kommt. Und gut, rein mit dir. Vielleicht hätte ich hier nicht so viel Shotgun-Munition verbraten sollen. Aber ja gut, das wäre nicht das erste Mal. Bist du Lord Sadler? Weil ich habe jetzt viel Munition verbraucht, aber eigentlich nichts dafür gekriegt. Wer war das, ne? Einer von Umbrella? War ich es? Der frühere Leon S. Kennedy? Will ich ganz kurz wissen. Nochmal, schießt in diesem Abschnitt nicht, spart Munition. Ja, aber Kumpel, das muss ich doch vorher wissen. Also, ja, es ist natürlich jetzt, wie es ist. 81,7%, naja. Es ist natürlich jetzt, wie es ist. Ich kann es wohl später besiegen. Aber es wäre schon irgendwie sinnvoll, ich hätte das vorher gewusst. Oder?
dass ich es hier nicht besiegen kann. Ich glaube, es wird auch Zeit, die Folge hier zu beenden. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich mal einen Daumen nach oben und einen netten Kommentar freuen. Und ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge von Resident Evil 4 Remake. Bye, bye.